Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier auf der Eiseninsel. Ich meine, es ist optional hier hinzugehen, aber hundertprozentig sicher bin ich mir hier nicht, weil vielleicht können wir hier irgendwas Besonderes finden. Also sollten wir uns umschauen. Man kann hier nach links und nach rechts. Ich werde erstmal nach rechts gehen. Hat einen bestimmten Grund, aber wir tun einfach mal so, als hätte ich keinen Grund dafür. Und ja, soweit ich weiß, ist diese Eiseninsel dafür da, dass man hier ein paar Goodies bekommt und dass man hier so ein bisschen leveln kann. Weil wir sollen ja als nächstes zum See der Kühnheit, glaube ich. Und da sollten wir uns vielleicht vorbereiten, falls es zu Kämpfen kommen sollte. Und da ich es gerade finde, sollte ich vielleicht mal auf die Idee kommen, Schutz einzusetzen, weil ich habe keine Lust auf wilde Kämpfe. Ist Schutz hier drin? Oh, ups. Ja, okay, hier ist Schutz, alles klar. Muss gerade ein bisschen suchen. Nee, da ist Schutz. Perfekt. Wir wollen natürlich keine wilden Pokémon. Und ja, hier gibt es viele Trainer. Darf ich um einen Kampf bitten? Das wird dieses Picknick sicherlich zu etwas Besonderem machen. Du willst hier, ganz weit weg, verschollen von der ganzen Zivilisation, irgendwo in einer Höhle auf einer ganz einsamen Insel ein Picknick machen. Mit einem Fremden, den du gerade gesehen hast. Aha. Okay. Gut, jeder wie er will, würde ich sagen. So, Staravia. Ich weiß nicht, ob Charmian da irgendwas machen kann, nicht so ganz. Ich tue mal Tricky rein, auch wenn er jetzt mittlerweile sogar schon mehr gelevelt ist als die anderen. Krass, habe ich gar nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie cool, so einen Magbrand im Team zu haben jetzt. Wir haben übrigens in der letzten Folge den 6. Orden erhalten von Adam. Und ja, wir kommen dem Ende des Spiels immer näher. Jetzt fehlen nur noch 2 Orden. Und dann können wir auf die Liga, zur Liga aufbrechen. Was wird uns jetzt noch aufhalten können? Also ich denke mal nichts. Ja gut, wenn dann ein Kino so kommt, dann bleibt einfach mal direkt drin. Ich mag Kinoso. Ich habe das früher nie verstanden, das Pokémon. Aber bei Kinoso ist das so, es ist immer in dieser Form. Aber bei Sonnentag, wenn es dann Sonntag einsetzt, dann wird es zu dieser krassen Form, wie es richtig cool aussieht. Und richtig uhuhaft. Wir werden nicht gewinnen, wenn wir Kämpfe nicht ernst nehmen. Naja. Weiß ich nicht. Ich gehe nach Hause und spiele mit meinen Pokémon. Ja, geh du lieber nach Hause. Hier ist es nicht sicher für jemanden wie dich. Oh. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich hab mich verwechselt. Hier geht es weiter. Okay. Ja, der Sinn dieser Insel ist, dass es halt immer wieder weiter nach unten geht. Immer wieder tiefer und tiefer. Und ich habe mich vertan. Hier links ist eine Sattgasse. Es gibt immer diese 2 Wege und eins davon ist eine Sattgasse und das andere ist der richtige Weg, der weiterführt. Gut, komm ich da durch? Ja, auch an Orten wie diesem schlage ich gern mein Zelt auf. Na und? Los, jetzt lass uns kämpfen, Mann. Okay. Womit willst du mich denn besiegen, Joshua? Joshua? Luxio. Immer noch kein Lux dran. Mensch, Mensch. Naja, immerhin jetzt nicht mit einem Scheinungs angekommen, ne? Also das war ja peinlich gewesen. Aber da hätte ich im Spiel zugetraut. Oh Gott, diese große Wildkatze will meiner kleinen niedlichen Katze was antun. Das geht aber gar nicht, ey. Da rufe ich jetzt aber erstmal den Erwachsenen. Hallo, ich bin der Erwachsene. Wer will hier an meinen Freund, an meine Freundin ran? Oder was heißt Freundin? Keine Ahnung, was ich laber. War so gerade so ein bisschen roleplayhaft, aber keine Ahnung. Mir ist nichts mehr eingefallen. Egal, lassen wir es einfach. Skunkapu. Ja, da kann ich mal was zu sagen zu Skunkapu. Und zwar gibt es Skunkapu nur in Diamant. Und Charmian, das was wir in unserem Team haben, gibt es nur in Perl. Ich meine, in Platin gibt es dann aber beide. Oder gar keine. Beide oder gar keine war das ein Plan. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwie so. Ja. Hatte ich beide noch nie im Team.
Und jetzt mal eins davon im Team zu haben, ist ja interessant, finde ich. Aber noch können wir noch nicht kämpfen. Wir sollten erstmal entwickeln, damit wir ein bisschen stärker sind mit Charmian. Ich hätte mich lieber aufs Camping konzentrieren sollen. Wolltest du nicht kämpfen? Na, wenn ich mit meinem Pokémon unterwegs bin, kann ich so gut wie überall campen dann. Okay, so krass findest du das? Und ja, hier ist die Sackgasse. Und hier findet man eine... Oh ja, gut, nichts Besonderes, Eisenkugel. Ich meine, die kann man noch ausgraben im Untergrund, also... Oh, ja, ja, ich hätte schon gerne noch meine Sprühdose Schutz. Damals hieß das Item nur Schutz oder Superschutz oder Topschutz. Jetzt heißt es Sprühdose Schutz, weil man ja auf das vom Icon her überhaupt nicht erraten kann, was das für ein Item ist. Ich weiß nicht, ich find's unnötig, aber ich meine, es gibt schlimmere Dinge, über die man sich aufregen kann. Das ist wirklich so, die haben das Item umbenannt. So eine Sache ist das. Wen juckt's im Endeffekt? Und ich bin falsch rumgelaufen. Nice! Hier ist nämlich ein Aufzug. Und mit dem geht es weiter. Ich versuche immer den Weg zu gehen, wo ich glaube, ist eine Sackgasse, damit ich erstmal alles zeigen kann. Der Held der Arbeiterklasse begrüßt euch. Du findest, dass du ein Held bist? Der Arbeiterklasse. Aha. Aha. Aber das war's dann auch, ne? Kein Held der Pokémon-Kämpfe. Nee, nee, das bin ich nicht. Denn ich werde Champion sein. Wie keiner vor mir war. Naja, gut, dafür ist es vielleicht ein bisschen zu spät, aber... Still. So, Tails. Die habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Aber das Problem ist auch irgendwie, dass ich, ja gut, was heißt Problem? Das ist kein wirkliches Problem, aber... Ja gut, was will ich eigentlich sagen? Egal, probieren wir mal Kaskade aus. Das ist eine neue Attacke, die wir bekommen haben. Boah, das war eine richtig coole Animation. Das war eine richtig coole Animation. Ich meine, die habe ich irgendwann schon mal gesehen, aber... Egal, ich fand es jetzt auch trotzdem nochmal cool. Und ein... Oh Gott, ein Georock. Ich hoffe, es springt sich nicht in die Luft. Das wäre nicht so cool. Große Steine, falls ihr es nicht wisst, können sich in die Luft sprengen. Vor allem auch im Real Life. Das ist total möglich. Hundertprozentig. Kein Fake. Georock wollte es zeigen, aber ich war schnell genug, um es zu degradieren. Der Held der Arbeiterklasse winkt zum Abschied. Vor etlichen Jahren habe ich hier gearbeitet. In der Eisenhütte in der Nähe von Flori habe ich auch schon gearbeitet. Man könnte sagen, dass mich Eisen anzieht wie ein Magnet. Aha. Oh Gott, mein Schutz geht gleich leer, oder? Ich habe nicht mehr so viel. Hätte ich geplant, hätte ich mir bestimmt Schutz gekauft. Aber ich habe halt nicht geplant. Und ich wollte hier nicht lang gehen. Ich wollte runter. Denn hier gibt es noch einen Trainer, der kämpfen will. Hey, bleib stehen. Während ich ja die Aufzüge prüfe, kann ich auch gleich dich mitprüfen. Wie soll ich das verstehen? Wie willst du mich prüfen? In einem Kampf? Guck mal, du bist einfach ein schlechterer Trainer als der Typ gerade. Und du willst mich prüfen? Ja, okay. Alles klar, muss ich nicht verstehen, nein. Vielleicht können wir sogar heute noch Charmian entwickeln. Die Möglichkeit besteht. Es ist nämlich durch ein Level-Up. Anders als bei Traunfugil. Denn Traunfugil entwickelt sich nicht durch Level-Up, sondern durch was anderes. Und auch nicht durch Tausch. Durch was werde ich euch noch, wenn es soweit ist, zeigen oder sagen. Aber bislang sollten wir uns darauf konzentrieren, unser Charmian zu entwickeln, damit es noch süßer wird, als es eigentlich schon ist. So, du bist jetzt mal weg mit deiner blöden Robustheit. Ciao. Bam. Ich meine, man kann hier auf der Eisinsel auch besondere Items finden, die du sonst woanders nicht findest. Was heißt besondere Items? Seltenere Items, sage ich mal besser. Meine ich. Alles in Butter. Habe kein Problem feststellen können. Ja, dann ist doch super. Dann lass mich bitte weitergehen, ja? Ich überprüfe die Aufzüge hier regelmäßig. Die Sicherheit ist gewährleistet.
Ja, cool, das sagtest du irgendwie bereits. Eisenschweif! Ja, so eine Attacke, die man bei Pikachu ziemlich gut kennt. Eisenschweif. Aber es ist eine gute Attacke. Ich sollte es mir auf jeden Fall mal überlegen. Wer kann es denn lernen? Jeder außer Traunfugil. Aber, Moment, hat Shelterar einen Schweif? Hat er einen Schweif? Kann ihn nicht drehen? Man kann manchmal eigentlich Pokémon drehen, aber in manchen Spielen geht das nicht, hier geht das nicht. Dass du das kannst, okay, du hast einen Schweif. Du hast auch einen Schweif. Du hast einen Schweif. Du, glaube ich, auch. Hat Shelterar einen Schweif? Ich habe keine Ahnung. Aber das sollten wir auf jeden Fall mal erlernen irgendwann. Das wäre eine gute Idee. Hier gibt es doch ein Fläschchen Eisen. Weil der Typ hat ja die ganze Zeit von Eisen gesprochen. Also kein Wunder, dass man das ja auch finden kann. Ich finde aber wirklich, dass jetzt hier in den 3D, was heißt 3D-Spielen, in den Spielen, wo man auch ein bisschen diagonal gehen kann, dass dann Schutz ein bisschen schlecht ist. Hi. Und du bist? Oh, Maike, also, ich heiße Urs. Hi, Urs. Ich bin ein Trainer und ja, ich weiß, es ist etwas seltsam, dass es mich zum Training ausgerechnet hierher verschlagen hat. Wenn du magst, können wir zusammen weitergehen. Die wilden Pokémon in dieser Gegend sind wirklich nicht zu unterschätzen. Du schließt dich Urs an. Wenn deine Pokémon verletzt sind, heile ich sie für dich. Ja, danke, Bro. Oder Sis, keine Ahnung. Ha, da muss ich dir wohl oder übel zustimmen. Leute, die hier trainieren, wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Ja. Doppelkampf. Hoch in den Bergen ist ein Kampf ein angemessener Gruß. Jeder gute Wanderer erhält beim Anblick von Felsen einen Energieschub. Es ist an der Zeit, etwas Dampf abzulassen. Und los! Alright. Also machen wir jetzt Doppelkämpfe hier. Mit Urs. Ich meine, im Englischen hieß er oder sie Riley. Ich weiß, ich verwechsel jedes Mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Gut, wenn ich das jetzt hier sehe, ist es, glaube ich, ein Junge. Aber ich meine immer gedacht zu haben, es wäre das andere Geschlecht. Also in dem Fall ist es wahrscheinlich ein Junge. Ich dachte wahrscheinlich immer, dass es ein Mädchen ist. Ich weiß auch nicht warum. Ich tue mal Shelterar raus. Weil ich gerade so viel über ihn gesprochen habe, kann ich schon mal gleich gucken. Hinter seinem Popo, ob der da einen Schweif hat oder nicht. Ah, doch hat er. Okay, hat er. Das sieht man gar nicht auf diesem Sprite, wenn man im Menü ist. Deshalb habe ich mich gerade, war ich gerade verwirrt. War mir nicht sicher. Doch, hat er. Macht alles Sinn. Es gibt Pokémon-Attacken, die manche Pokémon lernen können. Macht überhaupt keinen Sinn, dass sie es können. Und deshalb dachte ich, wäre wieder so ein Fall. Er kann Eisenschweif lernen, obwohl er keinen Schweif hat. So ein Ding. Aber nein, das war's nicht. Und er hat ein Lucario. Ja, sorry, ich muss dich jetzt leider auch killen. Aber dann geht der Kampf zumindest schneller vorbei. Sorry. Bitte nimm's mir nicht übel. Ich mache es nur, damit es schneller vorbeigeht. Leider krieg ich keine XP für Lucario. Ich verstehe auch nicht, warum man das Pokémon neben sich angreifen kann. Also ich meine, wenn man eine Attacke einsetzt, die nur ein Pokémon angreift, die nur ein Pokémon trifft, dann kannst du es auf deinen Mitstreiter einsetzen. Warum? Habe ich mich schon immer gefragt, warum das geht. Ich kann es dir gleich mal zeigen. Weil jetzt kann ich sowieso kein Erdbeben einsetzen, wenn dann Golbat ist am Rumfliegen. Hat wahrscheinlich Schwebe oder so. Na gut, jetzt... Aber ihr seht, ich kann es auswählen. Es ist fehlgeschlagen. Seht ihr, was ich meine? Das ist einfach dumm. Und jetzt habe ich Zeit verschwendet dadurch. Nice. Ach Gott. Aber als ob Urs kein weiteres Pokémon hat. Und irgendwie will ich immer Riley sagen. Ich meine, da heißt auch Riley im Englischen. Immer aber... Ach, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Der Typ ist so vergesslich. So, Mann, wir hatten ja eine in dem Wald. In der Nähe von Ewigenau, meine ich. Da gab es ja so einen Wald. Von Flori nach oben, den Wald, meine ich. Und da gab es ja auch einen Charakter, der uns gefolgt ist, weil wir sie zur Stadt bringen sollten. Und der hier... Ich weiß nicht, also an sie kann ich mich erinnern, immer. Immer wenn ich an den Wald denke, kann ich mich daran erinnern, dass man mit ihr da rumgelaufen ist. Aber an dieser Insel? Nicht immer. Ich vergesse das manchmal. Wisst ihr, was ich meine? Charakter ist so ein bisschen vergesslich, weil er nicht wichtig ist. Und dieser Ort,
scheint auch nicht wichtig zu sein. Also ich meine, hier ist nicht, es ist nicht hundertprozentig notwendig, hier hinzugehen. Optional so gesehen. Und mein Gott, dauert dieser blöde Kampf lang, jetzt beende es. Oh nein, bitte kill mich nicht. Oh nein, 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 alles gut, keine Sorge. Ich habe natürlich alles berechnet, dass du es überlebst. Ich habe nicht irgendwie gerade nicht aufgepasst oder so, einfach nur angespammt. Nein, nein, nein. Ich habe natürlich aufgepasst und dafür gesorgt, dass es dir gut geht in diesem Kampf. Ja, so war das. Und schöne Level-Ups sehe ich hier. Schön, schön. Dafür bin ich hergekommen. Holla die Höhe. Okay, ich habe mich wieder beruhigt. Das ist wie so eine Person. Ich mache vor keinem Berg halt, da kannst du mir glauben. Selbst bei einem Berg von Essen werde ich meine Fahne am Gipfel hissen. Eigentlich tut es ja auch ein einfaches Hallo, wenn du in den Bergen jemanden triffst. Außerdem sind wir hier gar nicht in den Bergen. Ja. Schön, dass du das auch mal bemerkt hast. Doppelkampf! Und Schutz wirkt nicht mehr, verdammt, ich habe keinen Schutz mehr. Wenn ich dich besiegt, wenn ich dich besiegt habe, dann wäre das mein 100. Sieg in Folge. Los geht's! Ich würde dir ordentlich Respekt für Karate einblühen. Aha. 100. Sieg in Folge. Es tut mir leid, deinen Streak kaputt zu machen, aber ich muss. Verlieren ist keine Option für mich. Also muss ich es leider abbrechen hier für dich. Hier und jetzt. Nö, nö, süßes kleines Charmian. Ja, ja. Süßes kleines Charmian stimmt mir zu. Es greift an. Aeroas. Na gut, wenn es weiterentwickelt wäre, hätte es wahrscheinlich schon gewone-hittet. So stark wie wir sind. Aber endlich mal Kämpfe, die nicht schnell vorbeigehen. Das ist mal interessanter hier. Bisschen schwieriger. Oh, ich habe nur gelesen, Vergeltung. Ich dachte mir, wenn das auf mich geht, bin ich bestimmt tot. Und ja, es ging auf mich. Okay, komm, Traunfugil. Haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Oh, süßes, süßes Team habe ich da aufgebaut. So, Glibunke, du bist erstmal weg. Das war echt nicht nett von dir. Ah! Wie gesagt, es war echt nicht nett von dir, was du getan hast. Also stirb! Bam! Ja, Meditales Schild in der Ecke. Immerhin greifst du mich nicht an. Und wie man gerade gesehen hat, sind meine Pokémon wieder geheilt. Anscheinend heilt mich Riley oder Urs genauso wie die eine in dem Wald. Habe ich mir schon gedacht. Das ist zumindest ganz gut. Das sollte sehr effektiv sein. Nicht? Nö, normal anscheinend. Okay. Dann habe ich das irgendwie verwechselt. Naja, egal. Du bist trotzdem down, egal was ist. Also ciao. Du kannst dir nicht vorstellen, wie frustrierend diese Niederlage ist. Entschuldige, das war wohl etwas großmäulig von mir. Also die eine tut mir wirklich leid, ne? Dass ich ihren Streak kaputt gemacht habe. Ich werde mein Bestes versuchen, Stahl mit bloßen Fäusten zu zertrümmern. Wie viele Jahre ich dafür wohl brauchen werde. Klar. Ich hoffe, eines Tages Hildern Schleide besiegen zu können. Okay, sie hat vielleicht so 3 Orden oder so. Und da haben wir es gerade gesehen, alle Pokémon sind geheilt. Ich will mal kurz das Item da oben, falls ein wildes Pokémon das nicht juckt. Okay, ein Magnet. Ich meine, das verstärkt Elektroattacken. Noch haben wir keine Elektroattacken bei unseren Pokémon, aber ich kann euch versichern, ich habe das geplant. Eisentafel verstärkt... verstärkte Stahlattacken, oder? 3 Lebewesen brachte das Urwesen hervor, um Zeit und Raum zu binden. Okay... 3 Lebewesen verbinden Zeit und Raum. Das behalten wir mal im Kopf, würde ich sagen. Und da geht's weiter. Deshalb gehe ich nach links. Hier links gibt es nämlich noch einen Bonus. Welcome to Bonus Stage. Die Leute von der Fleetbook Arena nutzen diesen Ort für ihr Training. Hey, das ist kein Spielsplatz. Wenn du spielen willst, dann tritt gegen mich an. Okay. Du, oh Gott, 5 Pokémon. Oh Gott, das ist aber... Ja gut, ist schon ein krasser Spielplatz. Hier, ich kann euch einfach alle zermürben. Easy peasy. Will ich jetzt Erdbeben wieder aufbringen? Na,
Ja, komm, warum nicht? Sorry, Lucario. Was muss getan werden? Damit das Ganze hier schneller vorbei geht. Ich meine, Kleinstein kann trotzdem von Erdbeben getroffen werden. Auch wenn er hier gerade... Oh, nice. Auch wenn er hier gerade am Schweben ist. Trotzdem glaube ich wirklich, dass Kleinstein davon getroffen werden kann. Bringt doch gar nichts an XP. Er ist ja nur ein kleiner Stein. Ich meine, wenn du einen kleinen Stein da drin hast, kriegst du wahrscheinlich sowieso kaum an XP. Macht schon irgendwo Sinn. Ich meine, Rasieren wird das aber auch gut gehen. Oder? Ja, doch. Weiter so. Gut gemacht. Sogar ein Crit bei einem. Weil das ja auch voll nötig war. Nice. Scorpion müsste noch ein bisschen gelevelt werden. Weil jetzt gerade in dieser Höhle ist einfach Chelterra am besten geeignet. Stalos. Ja, dann muss ich Erdbeben machen. Sorry. Was? Ist überlebt? Krass. Stalos hat einfach Erdbeben überlebt. Das war krass. Aber nicht so krass wie der Fakt, dass ich trotzdem gewonnen habe. Haha, du kannst trotzdem nichts tun. Elektroattacken haben keine Wirkung auf mich. Du Idiot, ich bin Typ Boden. Und jetzt stirb dafür. Oh, Eiszahn. Oh, aua. Ja, gut, Eiszahn. Ja. Mein Gott. Habe ich nichts dafür? Hyperheiler, will ich aber nicht verschwenden. Die sind super. Ich meine, die sind hyper. Scheiße. Komm. Aufgetaut. Ja. Oh, habe ich Glück gehabt. Bam. Wahrscheinlich durch die Liebe, die es zu mir hat. Schön. Und das war's mit euch. Vielleicht sollte ich zur Arena gehen, um dort zu trainieren. Du hast mich an die Wand gespiegelt. Okay. Soweit ich weiß, hat Veit in seiner Kindheit hier oft gespielt. Cool. Ursprünglich wollte man diesen Ort für die Außenwelt unzugänglich machen, aber dann wurde anders entschieden, damit sich Pokémon und Menschen hier treffen können. Ja, mein Lieblingstreffpunkt in ganz Pokémon, diese random Eiseninsel, irgendwo ganz weit außerhalb. Man kennt's. Und hey, wilde Pokémon sind anscheinend jetzt gedoppelt. Ich kann zu diesem Ort sagen, dass ich viele Clips gesehen habe, wie Leute hier Shinies bekommen haben, aber dann sich der Partner hier Urs gedacht hat, nö, ich bring's mal um, weil er greift ja mit an. Und das ist schon mies, wenn du hier ein Shiny findest. Das ist wirklich so der Ort in ganz Sinnoh, wo du kein Shiny finden möchtest. Glaube ich so zumindest. Okay, gut, im Großmoor könnte man das auch sagen, aber... Weiß nicht. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre, um ehrlich zu sein. Immerhin kann ich hier direkt abkürzen. Oh ne, geht's nicht. Das ist was anderes. Das ist hier für ein Item. Moment, was? Da unten ist Team Galactic? Was machen die denn schon wieder hier? Ich meine, dieser Ort wäre doch optional. Moment, hier ist wahrscheinlich ein Item, oder? Nein? Keine Ahnung. Bestimmt ist hier ein Item, aber ich finde es gerade nicht. Ich versuche nur schnell schnell durchzukommen, bevor ein wildes Pokémon erscheint. Da erscheinen die schon. Es wirkt so ein bisschen so in dieser Animation, als wären die Charakter, also ich und Urs, einfach so stuck. Einfach so null Frames. Einfach so ein PNG von uns. So wirkt das manchmal. Hier, achtet mal drauf. Die bewegen sich einfach gar nicht. Manchmal schon ein bisschen komisch, das Ganze. Level 35 mit Charmian. Bald Level 40. Nicht, dass sich das auf Level 40 wickelt, aber... Es sollte auf jeden Fall Level 40 erreichen. Starke Pokémon! Starke Trainer! Fällt dir ein Ort ein, an dem man besser trainieren kann als hier? Wenn wir jetzt kämpfen, werden sowohl deine als auch meine Pokémon stärker. Wir profitieren also beide davon. Nicht schlecht, oder? Na komm, let's go! Er hat recht, also ich bin bereit dafür.
Die wollen hier nur trainieren. Ich habe auch Bock hier zu trainieren. Also lass uns das tun. Polita und Pelipa. Polita, Pelipa, Benita, Polita. Ja, Tails wäre ja eigentlich ganz gut. Deshalb switche ich rüber zu Tails. Oh, ja gut. Ich dachte, du greifst Pelipa an, aber nö, du greifst Ponita an, aus irgendeinem Grund. Alles klar. Also schön, dass sie Pelipa hat, aber er hat wirklich immer noch nur einen Ponita, kein Galoppa? Warum frage ich eigentlich noch? Ganz ehrlich, warum frage ich überhaupt noch? Es macht keinen Sinn. Ciao, ciao, ciao. Ja, wegen Muschelglocke heile ich doch so ein KP. Ich glaube, mittlerweile ist Muschelglocke nicht mehr so gut. Vielleicht gebe ich Tails einfach mal eine Beere, wenn ich ihn sowieso nicht so oft benutze. Ich weiß nicht. Beeren benutze ich sowieso ungern bei Pokémon. Alpollo. Aha. Na, perfekt, dass ich da Tails rausgenommen habe für Biss. Nom. Ciao, Alpollo. Oh, yeah. Hört sich das an. Ja gut, es hört sich ein bisschen anders an, wenn es stirbt, aber sein Kampf hat sich so angehört. Naja. Auf wen? Auf wen? Auf Lucario. Alright. Warum Kreideschrei? Greif es doch einfach an. Muss das sein? Greif es doch einfach an. Boah, ihr hey! Da will er mich nachmachen. Aber hey. Er hat immerhin ein Bäuelin und kein Bammelin, so wie mein Rivale. Immerhin. Aber ich denke schon, dass das nächste Mal, wenn wir unseren Rivalen bekämpfen müssen, dass er dann vorbereitet ist auf uns. Deshalb, wir sollten uns darauf vorbereiten, dass der auf uns vorbereitet ist, damit er nicht mehr auf uns vorbereitet ist, damit wir auf ihn vorbereitet sind. So ungefähr. So, ciao. Du bist nämlich down. Und die andere Trainerin hat immer noch zwei Pokémon. Ich kann natürlich nicht beide auf einmal reinsenden, sonst wäre das natürlich praktisch. Immerhin ein paar Level-Ups Knirscher wäre. Du? Ehrlich? Beißt mit scharfen Reißzähnen zu und senkt eventuell die Verteidigung. Also bei Biss ist es halt so, es macht weniger Damage als Knirscher, aber statt, also bei Knirscher senkt eventuell Verteidigung und Biss kann das Pokémon zurückschrecken lassen. Aber ganz ehrlich, wir haben sowieso andere Pokémon mit Biss. Ich möchte gerne Knirscher haben, weil Knirscher finde ich persönlich besser als Biss. Meiner Meinung nach ist das besser. Macht einfach mehr Damage und senkt Verteidigung. Ist ganz nett, aber ich bin eigentlich für den Damage Booster. Außerdem setzt man Biss nicht ein, damit das Pokémon zurückschreckt. Meistens setzt man Biss sowieso dann ein, weil es eine Effektivität gegen was anderes hat. Oder weil deine anderen Attacken gerade nicht wirken. Naja, wie auch immer. Ein Pokémon hat sie jetzt noch. Dann hau mal raus hier. Was hast du? Ja, daneben, ne? Oh, Mogelbaum. Ach, mogelt. Oha, das geht gar nicht. Hör auf zu mogeln, Mann. Bewässer ihn jetzt. Cascade. Bam. Instant KO. Ist anfällig gegen Wasser. Das ist dead. Yeah. Und Tate sollte wahrscheinlich ein Level bekommen, oder? Yes. Nice, okay. Cooler Kampf. Das war ein toller Kampf. Deine Pokémon und du arbeiten sehr gut zusammen. Ich wäre lieber durch einen Sieg stärker geworden. Tja, man kann nicht immer gewinnen. You snooze, you lose. Starke Pokémon, starke Trainer für einen starken Geist und gute Teamarbeit muss man immer zu und überall trainieren. Ja, diese Mine ist mittlerweile verlassen, doch es leben weiterhin Pokémon dort. Jeder findet irgendwann einen Ort, den er als Zuhause bezeichnen kann. Und
hier hören wir für heute auf. Nächstes Mal geht's weiter auf der Eiseninsel und wahrscheinlich bei dem See der Kühnheit.